Flaschenpost Podcast, der Talk. Wir haben über den massiven Wahlantrag WP 138 gesprochen mit Alexander Bock, Patrick Schiffer, Bernd Schreiner, Thomas Küppers, Volker Sülken, Uwe Fischer, Reinhard Schaffert, Wolf-Dietrich Trenner, Fotios Amanatidis, Martina Pöser und Daniel Mönch. Es geht um den Punkt massiver Wahlantrag. Kannst du mal kurz erklären, was ihr dort beschlossen habt und wie der grundsätzliche Ablauf war? Der grundsätzliche Ablauf war, dass wir die Ergebnisse der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm gesehen haben und dann sind wir nachts darauf getroffen, dass die sich in Mambill versammelt haben und gesehen haben, oh, da sind noch ganz viele Fehler in diesen Anträgen drin. Da sind Sachen, die sind unstimmig, da sind Sachen, die aus dem einen Teil, die dem anderen Teil widersprechen. Und dann haben wir uns bereit erklärt, über die Koordinatorenkonferenz der AGs Anträge nochmal zu überarbeiten in einzelnen Themengebieten. Da gibt es ja jeweils Bundes-AGs, die zum Beispiel im Bereich Gesundheit oder Familie sich um diese Themen bemühen. Und denen haben wir das dann, ich glaube, 1,5 Wochen hatten wir ihnen Zeit gegeben, nochmal zu überarbeiten. Und das ist das Ergebnis davon, ist der 138. Jetzt wurde der 138er ja gesamt nicht angenommen. Was war der Grund dafür? Ich denke, dass da Punkte im Europa- und Wirtschaftsprogramm noch kritisch gesehen werden und dass man da gerne noch mal genauer drüber reden wollte. Also von Inhalt her sind es gute Anträge. Das sind teilweise sogar die besten Teile dieses 138er. Aber der Parteitag wollte noch mal drüber diskutieren und das respektieren wir auch. Und dann stellen wir halt eben diese Einzelmodule noch mal vor, weil die laufen ja noch mal als Einzelanträge konkurrierend. Und kannst du uns eine Übersicht geben, welche angenommen wurden? Ja, natürlich, das kann ich auch tun. Also angenommen wurden die Teile Freiheit und Grundrechte, Demokratiewagen, Internet, Netzpolitik und Artverwandtes, Umwelt- und Verbraucherschutz, Arbeit und Soziales, Familie und Gesellschaft, Gesundheit, Außen- und Sicherheitspolitik und Innenrechtspolitik. Okay, das ist ein sehr umfangreiches Wahlprogramm. Wie ist denn sichergestellt, dass die Leute, die hier abgestimmt haben, überhaupt wissen, wofür sie sich entschieden haben? Inwiefern? Also, naja, also das ist ja jetzt so ein Wahlprogramm, da könnte man ja denken, dass ein halbes Jahr 30 Leute dran gearbeitet haben und jetzt ist das in 20 Minuten beschlossen worden. Haben die Teilnehmer das verstanden? Haben die das gelesen? Oder haben die zugestimmt, weil sie das irgendwie gut finden? Ich würde nicht sagen, dass das jetzt 30 Leute waren, sondern viel mehr Leute. Dadurch, dass es in der Initiative erstmal jeder Einzelanträge einreichen konnte und dass wir da auch kein Forum hatten von 5 Personen wie auf dem Parteitag jetzt, hatten wir einfach einen großen Fundus an Anträgen und dieser Fundus ist auch schon länger bekannt. Also das ist ja alles im Wiki dokumentiert. Jeder konnte die Anträge kennen. Sie waren auch lange vorher veröffentlicht und eingereicht. Natürlich gibt es immer ein paar, die nur zum Parteitag fahren und die Stimmkarte heben, weil der Nachbar es auch tut. Aber man hat ja in den Meinungsbildern gesehen, dass durchaus einige Piraten die Anträge gelesen hatten. Okay. Magst du mal was zum Punkt Familienpolitik sagen? Was sind da so die Highlights? Also die Highlights sind, wir haben einmal gesagt, wir haben Familienmodelle, nicht mehr nur Mann und Frau, sondern auch gleichgeschlechtliche oder halt auch mehr wie 2 Personen als Familienmodell anstreben, können sie es gerne machen. Und wir haben auch gesagt, die können dann auch gerne Kinder erziehen. Das soll auch nicht an den klassischen Familienmodellen festgemacht werden. Genauso einer der wichtigen Punkte ist auch, dass wir Familienförderung da haben möchten, wo auch Kinder sind. Weil heutzutage viele familienpolitische Transferleistungen auch in Familien gehen, wo keine Kinder erzogen werden. Ehegattensplitting, das ist einer der großen Posten. Und wir sagen also, die Kinder, die sollen im Endeffekt gefördert werden durch das Geld und nicht irgendwelche Familienmodelle, die der Staat irgendwann mal früher für gut hielt. Das sind also diese wichtigen Sachen. Wir haben auch noch so reingebracht, Kindergarten, also Kinderbetreuung da, arbeitsplatznah, wo es gebraucht wird, welche Zeit gebraucht wird über Tagesmutter und so weiter. Und auch Betriebskindergärten, die teilweise wichtig sind, dass man die Kinder halt noch länger sieht und die Fahrzeit dann halt mit den Kindern verbringen kann und solche Sachen. Das sind also wichtige Eckpunkte, die wir da reingebracht haben. Wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr zu einer Einigung in dem Bereich Familienpolitik gekommen? Also ich meine, wie habt ihr das praktisch gemacht? Es war lange aufbauend. Also wir haben das, was jetzt angekommen ist, war so im Endeffekt die Essenz von allem, was wir gemacht haben.
In Berlin hatte sich eine Gruppe zusammengetan, die alles, was familienpolitisch mal abgestimmt wurde, irgendwo zusammengefasst haben. Da haben wir dann lang und breit darüber diskutiert, was wir vertreten können, wozu wir eine Meinung haben. Dann wurde rausgestrichen, dann wurde wieder diskutiert und wir haben auch gegenseitig halt immer geguckt, was haben die geschrieben. Ah, das ist gut, das übernehmen wir auch. Und das war also im Endeffekt so ein aufbauender Antrag. Immer mehr Leute haben gesagt, okay, das ist gut, das können wir vertreten. Und bis auf zwei Module, Modul 5 und 6, haben alle gesagt, das geht durch, das können wir auch in eine Initiative gemeinsames Wahlprogramm reinbringen. Und das wurde dann auch so angenommen. Wie ist dein persönlicher Bezug zu dem Thema? Ja, okay, ich bin alleinerziehender Vater von drei Kindern und habe natürlich mit Familienpolitik viel zu tun. Habe auch die Ungerechtigkeiten extrem mitbekommen. Als Alleinerziehender, ich sag mal als alleinerziehender Vater noch viel mehr, merkst du einfach, wie das System dafür nicht gebaut ist. Das ist einfach so. Also du wirst am Anfang ein bisschen gefördert und dann gibt es irgendwo eine Schwelle, da fallen die Kinder runter und dann interessiert es auch keinen mehr. Ich sag mal, wird das Kind 12, fängt es an, ist das Kind 14, interessiert es den Staat nicht mehr. Und da kann mein Kind krank werden und hat sich dann erledigt für mich. Ne? Ich darf dann arbeiten gehen. Und es gibt also viele Sachen, die jetzt auf mich zukommen, weil meine Kinder halt dieses Alter erreicht haben, wo der Staat einfach aufgehört hat, Familienförderung zu machen. Ne? Also das Kindergeld ist die einzige Familienförderung, die ich kriege. Meine Tagesmutter muss ich teilweise schon anteilig selbst bezahlen und so weiter. Also irgendwann interessiert es den Staat nicht mehr und deswegen bin ich halt auch in diesem Thema hart drin. Und wie schaffst du das hier teilzunehmen, wenn du alleinerziehender Vater von drei Kindern bist? Ich habe den Vorteil, dass meine Eltern auch meine Kinder aufpassen. Die sind zum Glück noch agil und machen das auch gerne. Und ich hatte es mit denen einfach abgesprochen. Wie sieht das aus? Ist das möglich? Und dachte, ja, kein Problem. Ich hatte vorher noch eine Kommunion meines Kindes. Das hatte ich dann schön brav alles gemacht, im Sinne des Kindes. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist alles vorbei. Jetzt kannst du zum Parteitag fahren. Ja, und jetzt bin ich hier. Alles klar, ich danke dir. Gerne. Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema Innen- und Rechtspolitik. Stell doch bitte mal vor, was da für Themen drin sind. Im innen- und rechtspolitischen Bereich haben wir auf jeden Fall vor allen Dingen Themen und Anträge drin, die halt sich mit der Stärkung des Rechtsstaats beschäftigen und dem Schutz der Freiheitsrechte der Bürger, die sind halt auch verbessern wollen. Und ja, wir wollen halt mehr auf Kriminalprävention setzen und auch die bestehenden Straftatbestände evaluieren. Unter grundsätzlichen Gesichtspunkten muss man bedenken, ein Hafttag kostet in Deutschland 100 bis 150 Euro. Da stellt sich die Frage, ob man einen Schwarzfahrer wirklich ins Gefängnis schicken muss oder das noch strafbar machen muss. Und dort die Verhältnismäßigkeit zu prüfen, weil auch bei Straftaten. In den letzten Jahren wurde halt immer nur verschärft, neue Straftatbestände hinzugefügt. Es wurde aber nie evaluiert, ob das auch zu einer Verringerung der Kriminalität geführt hat. Es wurde immer nur behauptet, höhere Strafen führen auch zu weniger Kriminalität, weil es abschreckend wirken würde. Das hat bisher noch keiner evaluiert und in der Regel zumindest die älteren Forschung zeigt das Gegenteil, dass in fast keiner Straftat die Höhe der Strafe eine Rolle spielt bei der Frage, ob man es geht oder nicht. Affekttaten sowieso nicht, aber selbstverständlich auch bei anderen Delikten kommt es eher darauf an, wie wahrscheinlich ist es, dass ich erwischt werde. Genau, und wir wollen auch alle in den letzten 10 Jahren, insbesondere halt auch im Rahmen der Terrorgesetzgebung und so weiter, sind halt viele Überwachungsmaßnahmen durchgegangen. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar einige gestoppt und die schlimmsten Auswüchse behoben, aber wir haben trotzdem eine ganze Menge Maßnahmen, die halt nicht unbedingt erforderlich sind, die wir auch überprüfen lassen wollen, ob die denn überhaupt erfolgreich sind und verhältnismäßig eben entsprechend ihren Eingriffen. Ja, in der Justiz wollen wir beispielsweise die Entschädigung für zu Unrecht Inhaftierte erhöhen. Die besteht derzeit in 25 Euro, davon gehen auch Verpflegungskosten runter pro Tag. Das ist lachhaft. Wir haben sich auf einen Betrag festgelegt, das müsste man dann halt bestimmen, wie man das konkretisieren will und worauf man da eingehen will. Genauso wollen wir, dass die Staatsanwaltschaft unabhängiger wird, dass halt eben keine Einzelweisungen aus der Politik erfolgen vom Justizminister, gerade wenn politische Leute involviert sind. Fallgruppenbezogene Weisungen, wie zum Beispiel im Bereich Rauschmittel, das bei nur 5 Gramm automatisch eingestellt wird, das soll ruhig weiterhin gelten, aber keine Einzelweisung Bezug auf bestimmte Verfahren und Personen, da wollen wir halt die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft stärken. Genauso wollen wir halt dafür sorgen, dass viele
Beweiserhebungsmaßnahmen, das heißt zum Beispiel Beschlagnahmen, Hausdurchsuchungen und ähnliches, nicht einfach vom Untersuchungsrichter durchgewunken werden und häufig auch nur dazu dienen, um quasi mal zu gucken, ob man dem irgendwas anhängen kann. Und das wollen wir noch eine Möglichkeit vermeiden, indem halt all diese zu Unrecht angeordnete Untersuchungsmaßnahmen, dass die Beweise, die da gefunden wurden, nicht verwertbar sind. Und dann halt auch eben nicht in weiteren Verfahren und auch nicht darauf aufbauend verwendet werden dürfen. Was bisher vielfach noch der Fall ist, dass auch wenn sie zu Unrecht erworben wurden, die Gerichte sie zulassen. Und das wollen wir halt verhindern und dadurch halt auch die Polizei und die Gerichte anhalten, genau hinzugucken, bevor sie halt irgendwo bei den Bürgern zu Hause vor der Tür stehen und da alles durchwühlen oder so. Hast du den Eindruck, dass unser Rechtssystem insgesamt renoviert, überarbeitet gehört, oder sind das eher kleinere Einzelmaßnahmen, wo du an kleineren Stellschrauben drehen möchtest? Also ich denke, dass wir schon ein recht gut funktionierendes Rechtssystem haben. Allerdings haben wir uns, wie gesagt, in den letzten 10 Jahren und auch schon länger meines Erachtens in die falsche Richtung bewegt. Also weg von den rechtsstaatlichen Garantien und hin zu mehr Eingriffen beim Bürger, die auch eben häufig verdachtsunabhängig, besonders schwerwiegend wegen Kleinigkeiten sind. Und ich denke, da müssen wir gegensteuern. Also, dass wir wieder davon wegkommen und dass wir halt auch in Zukunft eben unter einem anderen Ansatz wählen. Wie wir halt Justiz und Polizei und einsetzen wollen oder wie die tätig werden sollen, unter welchen Gesichtspunkten. Wie könnte so ein anderer Ansatz aussehen, wenn du den bitte kurz skizzierst? Dass eben stärker darauf geachtet wird, dass eben Strafrecht oder auch sonst Maßnahmen der Justiz wie Beschlagnahmen, Hausdurchsuchung, dass wahrgenommen wird, dass da immer Grundrechte betroffen sind von Bürgern und dass eben man da besonders genau hingucken muss und nicht einfach nur, weil man die Möglichkeit hat, das quasi auch umzusetzen. Also, dass man auch bei der Polizei, auch bei den Untersuchungsgerichten eben nochmal schärfen muss, dass hier das zum Beispiel Strafrecht ein besonders starker Hammer ist. Viel stärker kann man kaum irgendwie in die Freiheit eines Menschen eingreifen, als wenn man ihn in Haft schickt oder wenn man ihm seine Wohnung durchsucht. Und das halt den Leuten, das dort halt klar zu machen, dass sie auch eben für die Bevölkerung da sind und nicht nur quasi eine Art Eigenzweck verfolgen, möglichst hohe Aufklärungsquoten oder ähnliches und dann ist jedes Mittel recht. Hast du den Eindruck, dass sich diese Bereiche verselbstständigt haben oder die Tendenz zur Verselbstständigung haben, so Quoten erreichen? Ich denke weniger eine Verselbstständigung. Ich würde wirklich eher sagen, dass es auch teilweise eben der Druck besteht, entweder aus der Öffentlichkeit, aber auch eben in Behörden intern, dass es auf die Aufklärungsquote allein drauf ankommt und die Mittel dafür gar nicht näher betrachtet werden. Hauptsache, sie können nachweisen, dass sie erfolgreich waren. Wie, und das Wie ist dann irrelevant in dem Fall. Und Hauptsache, sie haben können zeigen, so und so viele Taten gab es, die haben wir alle aufgeklärt. Und ja, ich würde sagen, dass da eher der Druck auch aus der Öffentlichkeit teilweise kommt, dass gesagt wird, warum haben wir da nur so eine niedrige Aufklärungsquote? Und da sollte sicherlich auch die Polizei etwas proaktiver rangehen und sagen, naja, man kann nicht alles machen, was vielleicht möglich ist, ist rechtlich eben unmöglich und sollte halt auch im verhältnismäßigen Sinne nicht angewendet werden. Ja, und wenn dich jemand damit konfrontiert und sagt, der ehrliche Bürger hat nichts zu verbergen, und es ist doch gut, wenn ein Straftäter erwischt wird, auch wenn da mal 3 ehrliche Bürger zu viel befragt werden, was antwortest du dem? Also ich glaube, dass es ein Trugschluss ist, dass man wirklich nichts zu verbergen hat. Also ich glaube, es gibt fast niemanden, der wirklich von sich behaupten kann, nichts zu verbergen. Es beginnt ja schon mit irgendwelchen Urheberrechtsverletzungen. Das erfolgt ja auch häufig bei Hausbesuchen, dass dann der Computer einfach mal durchgeguckt wird und gesehen hat, oh, haben die da vielleicht irgendwas kopiert, was sie nicht kopieren durften. Minimalsachen, aber sowas hat man dann vielleicht. Oder wir setzen uns ja dafür ein, dass ein anderer Umgang zum Beispiel mit Betäubungsmitteln erfolgt, dass man dann mal sucht, ob da vielleicht irgendwo noch ein bisschen Haschisch gefunden wird zum Eigengebrauch oder das könnte, also, oder man, viele Bürger schummeln natürlich auch ein bisschen bei den Steuern. Ich glaube, das machen die meisten, dass sie irgendwie nochmal versuchen, irgendwo eine Rechnung unterzuschieben. Klar kann man jetzt sagen, das gehört auch alles nachgeprüft, aber ich denke, wenn wir totale Überwachung wollen, 24 Stunden am Tag, dann können wir sicherlich viel verhindern, aber wer möchte so leben, letzten Endes? Ja, man könnte sagen,
wenn man dafür Kinder schützen kann, wenn man Straftaten aufklären kann. Wenn man sich auf der Straße bewegt, ist man doch eh in der Öffentlichkeit. Da gibt es so keine Privatheit. Thema öffentliche Kameras meine ich jetzt. Ja gut, also bei den öffentlichen Kameras, diese werden ja auch verdachtsunabhängig installiert, da wird denn jeder von betroffen. Und selbst wenn ich nur in der Nase bohre, sieht man das. Also das ist ja jetzt keine Straftat und kann man notfalls rausschneiden quasi aus den Bewachungspunkten. Und bisher hat es sich halt noch nicht gezeigt, dass das dadurch tatsächlich mehr erreicht wurde als eine Verdrängung von Kriminalität. Also wenn man weiß, da ist eine Kamera, dann geht man in die Nachbarstraße und dealt dann da und nicht an der Ecke, wo jetzt gerade Kamera steht. Und bei Gewalttaten und Ähnlichem bewirkt es eh nichts, weil das sind meistens Taten aus dem Affekt heraus. Wenn sich Leute irgendwie unter Alkoholeinfluss prügeln, dann hat man da vielleicht eine Kamera stehen, aber zum Beispiel in Bremen gibt es die Erfahrung, da steht da auch schon eine Kamera ganz lange vor der Diskothek, wo häufig was passierte. Nur das hat niemand live sich mit angeguckt. Die Polizei hat nicht beobachtet, was da gefilmt wurde. Von daher kamen die auch nicht schneller dahin und konnten das verhindern. Und letzten Endes werden dadurch höchstens quasi Beweismittel geschaffen, dass man das aufgenommen hat. Aber das tatsächlich zu verhindern, wird durch Kameras nicht gewährleistet. Mhm. Dass Bürger beispielsweise nicht mehr verletzt werden durch Prügeleien oder Ähnliches. Und wie beurteilst du den Anschlag in Amerika bei diesem Marathonlauf? Da ist ja die Aufklärung relativ schnell durch die Aufnahmen gelungen, weil man erkannt hat, das sind zwei Täter und wie die aussehen und wer die sind. Würdest du in diesem Zusammenhang die Aufnahmen befürworten oder auch ablehnen? Also ich lehne grundsätzlich solche Aufnahmen ab. Man kann natürlich sich überlegen, ob man wirklich an bestimmten Gefahrenorten, beispielsweise in Banken wurde das ja gemacht, dass man dort halt Kameras aufhängt. Bei Sportveranstaltungen sehe ich das sehr kritisch, da dort ja quasi auch der normale Bürger einfach verdächtigt wird und das sind ja im Grunde genommen auch nicht hohe Werte irgendwie zu schützen im Sinne von in der Bank, wo man vielleicht jede Menge Geld hat, wo man dann deswegen die Leute genauer beobachten will. Ich habe auch Probleme mit solchen Sachen, wie zum Beispiel in Bussen und Straßenbahnen wird gefilmt, um Vandalismus zu verhindern. Das heißt irgendwie, dass niemand mit seinem Edding an einem Sitz herummalt. Aber verhindern tut man es eh nicht, aber man würde es halt aufzeichnen und nur zur Strafverfolgung nutzen letzten Endes. Und der Bürger wird halt immer weiter eingeschränkt und überwacht und auch bei was einfach nur Kleinigkeiten betrifft. Also ich würde es nicht, also beim Marathonlauf hätte ich das jetzt auch nicht befürwortet, dass dort Kameras stehen. Außer natürlich, dass man die Läufer aufnimmt, um zu gucken, wer jetzt erst ans Ziel läuft oder so. Oder Kameras für die Berichterstattung oder ähnliches. Das ist selbstverständlich davon ausgenommen. Naja, aber wenn die Aufklärung wäre jetzt nicht gelungen, wenn da keine Aufnahmen gewesen wären, hätte man diese zwei Leute nicht gefunden. Wenn ich dich jetzt damit konfrontiere, dass die Angehörigen sagen, hey, ich möchte aber, dass möglichst schnell die Täter gefunden werden. Hey, ich möchte aber, dass die da nicht noch weitere Anschläge durchführen, indem wir sie nämlich erwischen. Und wenn wir keine Aufnahmen gemacht hätten, dann würde das nicht funktionieren. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum du meinst, man braucht da keine Aufnahmen. Ja, es gibt ja auch immer noch andere Ermittlungsmethoden. Das hier war vielleicht dann die einfachste Variante für sie. Das heißt aber ja nicht, dass man sie sonst nicht gefasst hätte. Denn es wird ja auch Zeugen dort gegeben haben, die mit deren Aussagen man entsprechend Phantombilder oder Ähnliches hätte anfertigen können. Hätte vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber ich gehe stark davon aus, dass man sie trotzdem letzten Endes auch in Ziffer hat. So hatte man aber auf diesen Kameraaufnahmen wirklich alle Bürger drauf, wobei dann Tausende vielleicht standen, von eben nur einer irgendeine Straftat begangen hat. Aber diese wurden halt alle erstmal gefilmt und damit halt unter so einen Totalverdacht erstmal gestellt, so einen Grundverdacht, ohne dass sie dafür irgendeinen Anlass geboten hätten. In Amerika waren es private Aufnahmen, es waren keine öffentlichen Aufnahmen und dort ist natürlich jetzt die Forderung, mehr öffentliche Aufnahmen zu machen. Ich bin davon auch nicht angetan. Insgesamt danke ich dir für das Gespräch. Zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Leute haben das schon in Interviews so genannt, was unsere Forderung ist. Die Forderung konkret ist, wir wollen, dass das Auswärtige Amt ein Weißbuch erstellt, in dem die außenpolitischen Ziele der Bundesrepublik nachvollziehbar dokumentiert werden. Das ist nämlich so, dass andere Staaten wie die USA oder die Briten, das kann man auch googeln, mit National Security, die haben das. Die beschreiben offen, was ihre Ziele sind außenpolitisch. Und bei uns haben wir die absurde Situation, dass es ein Weißbuch der Bundeswehr gibt. Das heißt, wir erklären der Welt, wie einsatzfähig die Bundeswehr ist.
aber wir erklären niemanden, welche Ziele dieses Land verfolgt. Und im wissenschaftlichen Diskurs wird seit den 90ern immer gesagt, welchen Masterplan haben wir eigentlich, wo will Deutschland hin und so weiter und so fort. Daraus ist dann dieser Antrag entstanden. Ja, und jetzt ist er im Programm drin. Okay, aber das wird mehr sein als der eine Punkt Weißbuch. Ja. Was gibt es denn da noch? Ja, wir haben einen Antrag adoptiert vom Zero's Killer. Das ist Piraten gegen Cyberwar. Die Sache ist, dass das Internet zunehmend zu einer neuen Konfliktdomäne, so heißt das als Fachbegriff, wird. Und wir sagen, dass gerade das Netz nicht als neuer Kriegsschauplatz genutzt werden soll. Wir stellen uns dagegen, weil man natürlich neben diesen aus militärischer Sicht wichtigen Sachen... Ich mache mal ein Beispiel. Es gab ja dieses Stuxnet-Virus, der iranische Atomanlagen angegriffen hat. Das Problem ist, die Seiteneffekte, die, wenn man in solche Mittel greift, sind nicht vorhersehbar. Wenn eine atomare Anlage blockiert wird und die Ohren fliegt, dann ist man aus dem Internet als Konfliktdomäne plötzlich in der echten Welt. Und es geht dann nämlich nicht mehr nur um diese militärische Auseinandersetzung, sondern da werden Zivilisten reingezogen, die überhaupt nicht wissen, worum es geht. Ja, wir lehnen deshalb den Cyberwar ab. Gut, das habe ich verstanden. Nun ist es so, dass die Angreifer sich nicht nach unseren Wünschen richten. Das heißt, das ist natürlich immanent, dass im Kriegsfall größtmögliche Schäden verursacht werden. Und dadurch, dass wir das irgendwie nicht gut finden, machen das andere natürlich trotzdem. Deswegen ist mir nicht so ganz klar, worauf das abzielt. Wir sind die einzige deutsche Partei, die in ihrem Wahlprogramm drinstehen hat, dass wir Cyberwar als Konfliktdomäne ablehnen. Die anderen Parteien haben das überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Wir sind die Einzigen, die sich klar dagegen positionieren. Die anderen werden wahrscheinlich noch Jahre brauchen, um zu verstehen, worüber wir reden. Okay, gut. Der nächste Punkt? Dann einige Sachen, die wir schon längst hätten haben müssen. Im Grundsatzprogramm stehen wir ja für die Menschenrechte. Wir haben das aber nie ganz klar gesagt, was wir da meinen. Und dann haben wir einfach, ich habe das mit der AG Quiraten zusammen, haben wir einfach mal ein paar Sachen gemacht. Ablehnung von Körperstrafen. Es gibt Länder, wo es Körperstrafen gibt. Wir lehnen die Todesstrafe ab. Man muss sich mal vorstellen, wir haben das im Programm nicht drin gehabt bis jetzt. Eigentlich absurd. Und dass wir natürlich ethnische Säuberungen, die in Konflikten immer wieder als Mittel genutzt werden, dass wir das ablehnen und wir UN-Initiativen unterstützen, um sowas zu verhindern. Dafür gibt es etliche Initiativen global. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, auch diese eigentlich selbstverständlichen Dinge, dass wir die auch mal wirklich ins Programm schreiben. Ja? Okay. Und weil wir jetzt bei der UN waren, haben wir uns natürlich auch dafür ausgesprochen, die UN zu stärken, weil wir das als die wichtigste Institution auf der Erde halten für die friedliche Verständigung. Es ist halt es ist halt die einzige globale Basis, wo man politisch miteinander diskutieren kann. In dem Antrag selbst steht aber auch drin, dass wir die Notwendigkeit der inneren Reformen sehen. So. Das ist so der Überblick jetzt. Es gibt noch einen ganz großen Block über nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle. Diese Anträge sind in Frankfurt in unserem Workshop erstellt worden. Wo wir von einer Vision einer kernwaffenfreien Welt erstmal postulieren. Aber nicht nur sagen, wir finden das doof, sondern wir haben wirklich Schritte zu einer kernwaffenfreien Welt. Das sind 7 einzelne Punkte, die sehr technisch sind zum Teil. Aber letztendlich geht es halt uns darum, über kernwaffenfreie Zonen, das so weit auszubauen, bis wir keine Kernwaffen mehr auf der Welt haben. Jetzt gibt es ja einige Nationen, die Kernwaffen haben. Wie
wollt ihr die dazu bringen, auf ihre Macht zu verzichten? Denn ich glaube, dass es ihnen sowas wie gefühlte Sicherheit vermittelt, dass manche glauben, dass es dadurch ein Gleichgewicht gibt. Wer bewegt sich da zuerst? Wie wollt ihr diese Problematik angehen? Ja, das ist tatsächlich ein Problem, aber man kann eigentlich keinen Staat davon abhalten, so eine Waffe zu entwickeln. Es gab ja diese unschöne Entwicklung in Pakistan. Da haben die Pakistanis auch ganz klar, da hat der Außenminister seinerzeit gesagt, wir werden Gras fressen, aber wir werden die Bombe haben. Es ist schwierig, sowas zu verhindern. Deshalb müssen halt alle anderen dafür sorgen, dass solche Mittel nicht verbreitet werden. Weil es ist ja keine triviale Technologie, das muss man noch dazu sagen. Atomwaffen sind keine triviale Technologie und man kann, gerade Deutschland ist ja doch eine Wirtschaftsmacht und hat dann sehr viel Technologie zur Verfügung. Man kann durchaus in internationalen Abstimmungen dafür sorgen, dass bestimmte Teiltechnologien nicht exportiert werden, kontrolliert werden und so weiter und so fort. Das ist dann die Nichtverbreitung. Das ist die Nichtverbreitung, aber genau. Ich habe verstanden, du willst ja einen Rückbau. Richtig, aber dazu muss man eine Situation schaffen, in dem Staaten davon ausgehen, dass sie nicht brauchen. Und es gibt tatsächlich als historisches Beispiel, Südafrika hat seine Atomwaffen abgeschafft. Und warum haben die das gemacht? Weil sie mit ihrem Systemwandel erkannt haben, dass sie diese Waffe nicht brauchen. Systemwandel von der Apartheid weg? Von der Apartheid weg. Die Situation im südlichen Afrika hat dazu geführt, dass die Südafrikaner gesagt haben, wir brauchen diese Waffe nicht. Sie haben abgerüstet, die haben das Zeug verschrottet. Das heißt, der Wandel der Atomwaffenbesitzer zu einer Situation, einer außenpolitischen Konstellation, in der dann der Staat sagt, die brauchen wir nicht, diese Sachen, der ist durchaus möglich. Okay, ja, ich sag da mal danke. Dann haben wir noch das Thema Sozialpolitik, was diesen Sammelantrag angeht. Was wurde da so beschlossen, zusammengefasst? Also wir haben wir haben Schritte zum bedingungslosen Grundeinkommen. Wir haben Stärkung der Arbeitnehmerrechte. Dann haben wir weitere Themen zum Rentenpolitik. Ja, und abschließend Kommensgemeingüter. Kannst du ein bisschen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ein bisschen zusammenfassen, was da im Einzelnen beschlossen wurde? So einen Satz pro... Ja, das ist schwierig, weil es sehr viel, aber ich versuch's mal. Also, bei bedingungslosen Grundeinkommen haben wir halt Schritte aufgezeigt. Wir haben gezeigt, dass man über ein Sockeleinkommen, Kindergrundeinkommen zu einem Grundeinkommen kommt und dieses Grundeinkommen dann zu einem bedingungslosen Grundeinkommen aufbaut. Ne? Bedingungslos bedeutet, dass es halt voll Teilhabe und existenzsichernd ist. Ne? Ein normales Grundeinkommen wäre nur die Existenz absichernd. Wir haben auch gezeigt, Visionen aufgezeigt für Europa. Wir haben erklärt, also in dem bedingungslosen Grundeinkommen drin sind zum Beispiel auch, wie man das Einkommensteuer reformieren kann, ne? Wie wir die Mehrwertsteuer unter Rückvergütung der Bürger harmonisieren können. Das sind die Sachen, die wir jetzt im Grundeinkommen gemacht haben. Dann also gab ja eine Diskussion, auf welche Weise man das BGE jetzt konkret implementieren sollte. Das ist also ein Schritt hin zu einem konkreten Vorschlag, wie man das machen könnte. Ja, wir haben zwei, drei Ansätze halt, also das Sockeleinkommen, ja, Kinder-BGE vorgestellt. Ja, das sind halt die Möglichkeiten, ob man erst mit Kindern anfängt, ja, oder ob man direkt für alle Erwerbstätigen direkt schon mit über kleine Teilgrundeinkommen, die man dann zusammen Sockel, ne, modular, wie Lego-Bausteine aufbaut zu einem Grundeinkommen und dann weiter ausbaut. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema, kann man natürlich von außen betrachtet sagen, ist ja noch nicht geprüft, ob das dann auch wirklich alles so gut funktioniert. Das müsste man dann natürlich dann gegebenenfalls, wenn man rauskriegt, es ist
funktioniert doch nicht so gut, müsste man das wieder ändern, oder? Ja, also Teile davon sind schon im parlamentarischen Prozess drin. Also wie zum Beispiel die Harmonisierung der Mehrwertsteuer ist halt etwas, was im Bundesfinanzministerium schon bearbeitet wird, was auch angegangen wird. Und wir haben halt die Angst auch gehabt, dass das halt so unsozial wird, weil wenn man den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf Lebensmittel abschafft, ja, und da keine Rückvergütung an den Bürger stattfindet, also in unserem Vorschlag in Form eines kleinen Sockeleinkommens, also partiellen Grundeinkommens, dann ist das zutiefst unsozial. Da muss man halt, da haben wir schon mal eingegriffen. Da sieht man auch schon, da arbeitet der Gesetzgeber. Letztendlich ist es ja so, wir haben uns dabei Gedanken gemacht, was passiert im Bundestag, wie arbeiten die im Bundestag, wie können wir dann das Grundeinkommen einführen. Ne? Und da haben wir mehrere Ebenen aufgezählt. Wir haben auch mehrere Ideen aufgegriffen. Aber wir zeigen halt, das ist ein sehr, sehr langer Vortrag, dass wir das halt, wie man das einführen können. Und was uns sehr wichtig war, ist das halt, dass das Grundeinkommen seriös finanziert wird. Das heißt, ja, wir wollen keine Sozialromantik, wir wollen, dass das gescheit finanziert wird und dass man aufzeigen muss, wo man das Geld herholt und wo das Geld dann hingelangt. Das ist wichtig. Welche Themen, welche Punkte gab es noch? Dann haben wir einen riesigen Block Stärkung der Arbeitnehmerrechte. Das fängt an Mindestlohn. Ja, Mindestlohn, wir fordern eine Expertenkommission jetzt nach niederländischem Vorbild. In Holland werden halt jedes halbe Jahr tagt eine Expertenkommission, die setzt sich zusammen auf Arbeitnehmer, Arbeitgebervertretern, unabhängigen Experten. Die machen einen Vorschlag für die Regierung, so hoch soll der Mindestlohn sein. Der Vorteil ist, es wird immer zeitnah. Ja, und man kann an die gerade die konjunkturelle Lage kann man halt das dann den Mindestlohn direkt anpassen. Ne? Zeitnah, das ist das Stichwort. Dann geht es halt darum, Stärkung der Arbeit des Betriebsrates zum Beispiel in Form, dass er auch für die Leiharbeiter zuständig ist etc. Diese ganzen Sachen. Wir haben uns im Leiharbeit, prekären Arbeitsverhältnissen, dem ganzen Sektor vom Werksvertrag über den Leiharbeiter überall starke Positionen gemacht. Generell kann man so vereinfacht sagen, wir wollen, dass die Leute gleich bezahlt werden, wie halt jemand, der normal beschäftigt ist. Ja? Oder vielleicht sogar besser, ein bisschen besser bezahlt wird. Das sind so die Sachen. Generell wollen wir die ganzen prekären Arbeitsverhältnisse, also diese unsicheren Arbeitsverhältnisse, wollen wir eindämmen. Wir wollen die in einem Maß lassen. Wir finden, das Werkzeug ist okay, wenn es in den Rahmen, im richtigen Rahmen läuft. Ja? Aber die aktuelle Lage ist so, dass es ausufert. Und dass es immer mehr gut bezahlte Arbeitsplätze frisst. Das muss man halt einfach so betrachten. Dann haben wir uns der Situation, das nächste Modul, haben wir uns den Rechten der Arbeitssuchenden gewidmet, ja, wie die Situation im Jobcenter zu verbessern ist. Und zwar haben wir dort erstmal die Situation im Jobcenter. Wir sagen, wie mit den Daten umgegangen werden muss. Wir sagen, dass die Vermittlung besser ist, dass die zum Beispiel das Beschäftigungsverhältnis der Vermittler ja auch verbessert werden muss. Wir sagen, dass wie die Jobcenter generell aufgebaut sein muss. Und wir sagen halt natürlich ganz klar, unsere Position nochmal gestärkt, wir wollen die Sozialgesetzpunkt 2 verankerten Bedingungen in Bezug also auf die Arbeitssuchenden, die Sanktionen, die im ALG-2-Bereich gehen, die wollen wir abschaffen. Ne? Also ALG-2-Sanktionen sollen weg und läuft da auch hinaus. Wir wollen, dass die Leute ohne Angst gut vermittelt werden. Das ist unsere Position. Das heißt, dass man sich, wenn das Arbeitslosengeld 1 ausläuft, dass man sich nicht nackig machen muss. Genau. In diese Sache. Wir wollen die Sanktionen ausgleichen. Wir überlegen da auch Übergänge. Da so genau sind wir noch nicht geworden. Das, was die Leute am meisten bedrückt, sind halt diese Sanktionen, diese Übergänge. Wir fordern ja über das Grundeinkommen eine grundsätzlich ganz andere Art der Absicherung, wo man halt diese Existenzängste, ja, ich bin jetzt arbeitslos 2, ja, vom Arbeitslosengeld 1 in kommen in 2 rein, muss mich nackig machen, muss erstmal mein ganzes Erspartes, alles, was ich mir aufgebaut habe, erstmal verbrauchen. Das wollen wir ja generell weghaben. Das ist aber bedingungsloses Grundeinkommen mehr. Ja? Worum es da geht, ist halt die Vermittlung im Jobcenter, dass das halt datenschutzrechtlich in Ordnung geht, dass das allgemein. Gibt es da schon irgendwelche beschlossenen oder angedachten Berührungspunkte zur Bildungspolitik? Also es war ja früher so, als es Sozialhilfe gab, da durfte man auf Sozialhilfe zum Beispiel nicht studieren. Da könnte man ja auf die Idee kommen, gut, BGE, da möchten wir eigentlich, dass die Leute nicht in so eine Falle geraten,
dass man dann vielleicht da auch auf Arbeitslosengeld 2 studieren kann oder solche? Also gibt es da sowas? Haben wir. Wir haben nämlich ein Bildungsgrundeinkommen. Ja, wir haben nämlich ein Bildungsgrundeinkommen, was das BAföG ersetzen soll. Also ein Bildungsgrundeinkommen, das ist ein ganz kleiner Punkt, das sind nur 4 Zeilen. Aber dazu haben wir uns auch schon geäußert, und zwar die gesamten BAföG-Leistungen sollen durch ein Bildungseinkommen ersetzt werden. Und das soll eben das Auskommen derer, die ihr Studium bestreiten müssen, sichern, damit die eben auch nicht ständig, wenn sie elternabhängiges BAföG nicht bekommen, auf Arbeitsgelegenheiten oder Minijobs angewiesen sind, um sich irgendwie durchzuschlagen. Ja. Und das ist in dem Sammelantrag auch schon drin, das haben wir so beschlossen. Das ist in dem Sammelantrag auch schon drin, und zwar bei den Schritten zum bedingungslosen Grundeinkommen. Da haben wir ja aufgezeigt, wie als mögliche Einführung für ein Grundeinkommen für verschiedene Personengruppen eingeführt werden können. Das heißt zum Beispiel zur Abschaffung der Kinderarmut ein Kindergrundeinkommen. Oder ein Grundeinkommen zur Bekämpfung der Altersarmut. Und das ist eine Möglichkeit, ein Weg, dieses bedingungslose Grundeinkommen umzusetzen. Der andere ist, wie gesagt, wir fangen jetzt mal für alle ganz klein an mit einem Sockelbetrag und dann erhöhen wir ihn. Das sind 2 Möglichkeiten, die wir aufzeigen. Das ist jetzt kein Ausschließungskriterium. Es kann auch noch andere gute Ideen geben, aber wir sagen, so könnte es funktionieren. Gut, haben wir noch ein paar Punkte vergessen in der Sozialpolitik? Boah, wir haben noch ein paar. Wir haben noch wichtige. Alle können wir wahrscheinlich nicht durchgehen. Ja, ich kann mal. Ich lass uns mal lieber. Wir haben also noch mal uns dem Thema Altersabsicherung, Altersarmut, unsere Vorstellung zur Bekämpfung der Altersarmut vorgestellt. Da geht es erstmal ums grundsätzliche Vorgehensweise zur Grundrente. Wir wollen ja eine Grundrente haben, dass die unterste Absicherung nach unten ist. Ja, dann zum Thema betriebliche Altersversorgung. Also generell, wir haben das Konzept noch nicht komplett ausgebaut, weil wir es noch nicht komplett ausgezeigt haben. Wir arbeiten dann noch dran. Ja. Die Vision, die wir haben momentan, ist halt in 3 Säulen Rentensystem. Das eine ist die umlagenfinanzierte staatliche Rente, wie wir sie heute kennen, ja, die wir verbessern wollen. Dazu haben wir im Grundsatzprogramm Stellung bezogen, wenn wir sagen, dass alle da einzahlen sollen. Das zweite ist die betriebliche Altersversorgung. Ja, das ist hier noch als Positionspapier in Bayern schon verabschiedet worden zum Beispiel, wo wir die betriebliche Altersversorgung, dass jeder Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung, also einen Penker bekommt. Die dritte ist die private Vorsorge. Ihr wisst, da ist ja auch ziemlich viele Probleme in diesem Bereich. Dass Riester ist halt ein Flop, muss man einfach sagen. Wir machen da Vorschläge, wie man das da verbessern kann. Ja, zum Beispiel über so einen Staatsfonds. Und wir haben jetzt im Wahlprogramm, dazu komme ich jetzt, ja, haben wir bei der betrieblichen Altersvorsorge uns dagegen gestemmt, die im Jahre 2004 angebrachten Veränderungen bei der betrieblichen Altersvorsorge, und dass das nämlich zum Beispiel dann noch Sozialversicherungsbeiträge und noch eine nachträgliche Versteuerung eventuell stattfinden kann, dass wir uns dagegen auflehnen. Das betrifft sehr, sehr viele Arbeitnehmer, gerade jetzt sagen wir mal im 40-50er-Bereich, ne, die sind davon stark betroffen, aber auch die jüngeren Generationen, die halt einfach nicht mehr so eine gute Betriebsversorgung aufbauen können. Ne? Und dann haben wir uns für die dritte Säule nochmal für mehr Transparenz bei der privaten Altersversorgung ausgesprochen, weil diese ganze Riester-Nummer, das ist alles ein Riesen-Hickhack. Ja? Da blickt keiner mehr durch. Und da blickt auch der Bürger nicht mehr durch. Und das ist, da muss jetzt mal ein bisschen Transparenz rein, das muss besser aufgezeigt werden, wie die Leute das Geld vermehren dort in dieser privaten Altersversorgung. Dann haben wir uns die Stärkung von Menschen mit Behinderungen, die Rechte, ja, da geht es von der Eingliederungsverhältnis, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit bis zur Assistenz für Menschen mit Behinderung, Hilfe für hörsehbehinderte Menschen. Da sind jede Menge Sachen drin. Generell sehen wir da halt auch eine Stärkung, dass eine Stärkung der Menschenrechte der Menschen mit Behinderung einfach angebracht ist. Also ich weiß zufällig, es gibt im Moment Bestrebungen, auch in der aktuellen Tagespolitik, diese Konvention schon umzusetzen. Wie passt das zu unseren Positionen? Da gibt es so eine die UN-Konvention. UN-Konvention. Das passt sehr gut dazu. Also weil die UN-Konventionen gehen schon recht weit, ja, und das ist ein sehr großer Bereich. Da ist in diesem Bereich wird
passieren zum Beispiel Umsetzungsfehler. Im Englischen heißt es zum Beispiel Inclusion, ja, und es wird ins Deutsche Integration umgeändert. Integration ist aber was anderes. Inklusion und Integration sind differenzierte Sachen. Aber generell, wir wollen halt, dass die Menschen mit Behinderungen in unsere Gesellschaft inkludiert werden, richtig aufgenommen, ja. Nicht da so ein Grüppchen drin bilden, ja, da braucht sich keiner drum kümmern, die sind da, ja, ja, ist doch keiner böse zu, ne, bla, bla, bla. Nein, wir wollen, dass diese Menschen Teil der Gesellschaft werden, dass das normal ist. Wenn ein Mensch eine Behinderung hat, dass er halt von der Gesellschaft akzeptiert wird. Und da haben wir noch starke, starke Defizite in Deutschland. Das fängt an vom Bauen, ja, den Leuten im Kopf zu schrauben, wenn ihr großes Wohnhaus baut, bitte baut das auch, dass es altern- und behindertengerecht ist. Ja? Gerade alte Menschen werden wir in nächster Zeit viel, viel mehr haben. Ja? Die brauchen halt dementsprechende Einrichtungen. Ne? Sprich, vom Hauslift bis auf die Betreuung. Ne? Wir müssen da jetzt nicht ganz so sehr ins Detail gehen, sonst wird das auch zu lang. Vielleicht abschließend Comments. Ja. Mache ich nur eine kurze Sache zu. Ich bin im Thema nicht ganz so drin. Das ist halt einfach eine Art und Weise, für Gemeingüter, ein Vorfahrt für Kooperation, Selbstorganisation und Gemeinsinn wollen wir damit erreichen. Das heißt, dass die Menschen mehr und stärker zusammenarbeiten, ja, sich zusammenschließen, Projekte anstoßen, ja, dass diese nachdem, wie wir es ja aus der Internetgesellschaft kennen, nach solchen Arbeitsmustern, wie wir es auch in der Piratenpartei machen. Ne? Wir machen halt ein Projekt, wollen da und da eine Position zu entwickeln, laden alle Leute an, wer möchte, kann dran beteiligt werden, ja, der kann sich dran beteiligen, ist Teil des Ganzen. Sowas möchten wir auch in der normalen Welt, ich sage jetzt mal außerhalb der Piratenpartei, ja, eben, dass das ins allgemeine Leben einzieht, ja, Commons. Mehr also das Zusammenarbeit Commons, und Kooperation. Commons ist das Stichwort für diesen Punkt. Ja, Commons, so heißt das, Gemeingüter. Okay. Ja. Gut. Mehr Gemeinsamkeiten. Wir wollen generell auch das Ehrenamt zum Beispiel stärken. Ja? Wir wollen, dass sich die Leute, wenn dann zum Beispiel jemand sagt, ich will jetzt hier einen schönen Park haben, dann schreibt er in die Zeitung rein, ich möchte einen Park haben. Ja? Dann treffen sich die Leute, der Bürgermeister macht das Startler, dass die Leute dort den Park umbuddeln dürfen, ja? Und dann fangen die Leute an. Ja? Und dann geht vielleicht der eine hin und sagt, ich spende 5 Blumen, der andere, ich buddel den Teil vom Garten um, das. Ja, also so es geht dann darum, Gesetze zu beschließen, die das rechtlich ein bisschen absichern, damit das... Ja, und das Ganze auch nach vorne bringen. Wir brauchen mehr Zusammenschluss in heute. Auch überlegt auch mal, was macht denn der digitale Wandel mit uns? Ja, wir haben Facebook, Twitter, ja, wir müssen uns auch mal in Real Life treffen. Ne? Wir müssen so ein bisschen Socializing betreiben. Das gehört auch in diese Richtung rein. Ne? Wir Piraten, wir stehen dafür, dass wir den Leuten zutrauen, eigenständiger zu agieren. Wir wollen, dass sie eigenständig ihr das Ruder in die Hand nehmen und loslaufen und die Situation verändern, nicht darüber diskutieren. Gut, ich hoffe, dann haben wir die wichtigsten Punkte, was Sozialpolitik angeht. Jo. Es gibt noch eine Menge mehr. Sind noch ein paar in der Pipeline, die kommen noch heute, aber wir haben die Rüsten jetzt durch. Schauen wir mal. Gut, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Was wurde im Modul Freiheit und Grundrechte beschlossen? Im Modul Freiheit und Grundrechte haben wir uns als Ziel gesetzt, verschiedene Dinge zu machen, um die Freiheit und Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands zu schützen. Erstens möchten wir digitale Netze in denselben Rang wie Rundfunk und Film erheben und sie genauso vor Zensur schützen wie diese beiden. Dann möchten wir den Schutz der Privatsphäre ins Grundgesetz aufnehmen, indem wir den großen Lauschangriff abschaffen, der da vorgesehen ist, und auch das Kommunikationsgeheimnis und Fernmeldegeheimnis und die Unverletzlichkeit der Wohnung als absolut ansehen. Wir möchten, dass die Betroffenen von Überwachungsmaßnahmen immer informiert werden müssen. Das heißt, dass die ganzen Ausnahmen, die momentan im Gesetz existieren und deswegen dazu führen, dass eigentlich oft nicht informiert wird, gar nicht informiert wird, dass das nicht mehr passiert, sodass die Leute immer wissen, wann sie im Visier des Staates sind. Wir lehnen deutlich alle Bundes- oder Staatstrojaner ab, also die Quellen-TKÜ. Das ist jetzt gerade ein aktuelles Thema, weil gerade dieser Fincher mit dieser Angelegenheit. Und weil es nicht reicht, nur in Deutschland uns dafür einzusetzen, möchten wir hinarbeiten auf ein sogenanntes oder ein International Liberty Agreement, also ein internationales Abkommen über Freiheit, bei dem die Vertragspartner, die Staaten sich darauf verpflichten, Mindeststandards für bürgerliche Freiheiten auch im Internet durchzusetzen. Da habe ich eine Frage zu dem großen Lauschangriff. Was ist denn, wenn jetzt ein schlimmer Verbrecher irgendwelche schlimmen Sachen macht, muss der dann auch informiert werden, wir überwachen dich jetzt?
Es geht hier darum, dass man zumindest nach der Durchführung einer Überwachung informiert wird darüber, dass sie stattgefunden hat, sodass man noch eine Möglichkeit hat, irgendwie Rechtsmittel einzusetzen. Momentan kann es sein, dass man irgendwie ins Visier des irgendeiner Behörde gerät, dass die eigene Privatsphäre ausgehöhlt wird und man trotzdem nicht davon mitbekommt. Und das darf in einem Rechtsstaat meines Erachtens nicht stattfinden. Okay. Dann gibt es das Modul Mehr Demokratie wagen. Was wurde da beschlossen? Wir haben uns für drei ganz konkrete Dinge ausgesprochen. Erstens, beim Wahlrecht möchten wir offene Listen einführen. Das bedeutet, dass der Wähler nicht nur eine Erststimme hat, mit der er seinen Kandidaten im Wahlkreis wählen kann, sondern bei seiner Zweitstimme nicht bloß nur eine Liste auswählen kann, die von irgendeiner Partei in irgendeinem Verfahren, das er nicht kontrollieren kann, erstellt wurde, sondern explizit einzelne Mitglieder auf dieser Liste wählen kann, um so zum Beispiel Parteiklüngel zuvorzukommen und auch die Parteispitze auszuwechseln oder die Listenspitze auszuwechseln. Dann möchten wir mehr Bürgerbeteiligung haben. Wenn man sich vor Augen hält, die Union zeigt sich besonders dann aufgeschlossen für Volksentscheide, wenn sie sich irgendwie wenn sie eine Möglichkeit finden kann, damit sich unsolidarisch zu zeigen mit unseren europäischen Nachbarn. Die Grünen fordern Volksabstimmungen, wenn es irgendwie darum geht, eine Landebahn zu verhindern, einen Bahnhof zu verhindern oder ein Pumpspeicherkraftwerk zu verhindern. Mit anderen Worten, diese Parteien betrachten direkte Demokratie nur als Weg, die Menschen als Stimmvieh zu benutzen. Wir Piraten möchten das anders machen. Wir möchten gerne die Menschen mitnehmen von Anfang an. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass es Volksabstimmungen auch auf Bundesebene gibt. Initiativen, Volksbegehren, Volksabstimmungen, wenn die Parlamente sich gegen die Begehren entscheiden. Und wir sehen das auch nicht als Gefahr an, so wie das vielleicht die anderen Parteien machen, weil wir die Menschen von Anfang an mitnehmen möchten bei der Politik. Und dann ist für uns eine Volksabstimmung eigentlich nur noch das Bürgervotum ist für uns nur noch eine Bestätigung unserer guten Politik, wo wir sie mitgenommen haben und keine Möglichkeit, uns abzustrafen. Und last but not least, ein weiterer konkreter Punkt ist die Mitbestimmung durch Bürgerhaushalt. Also dass der Bürger die Möglichkeit bekommt, sich daran zu beteiligen, wie der Haushalt funktioniert, wie die Gelder verteilt werden, die eingenommen werden und so bestimmen kann, was in seiner Gemeinschaft passiert. Okay, vielen Dank. Was wurde im Modul Gesundheit beschlossen? Gut, die Kernfragen sind für den Wahlkampf vorbereitet natürlich die Frage nach Gerechtigkeit, also der Kampf gegen die Überversorgung in bestimmten Bereichen, wo es eindeutig zu viel medizinische Leistungen gibt, weil sie eben bezahlt werden und nicht, weil sie wirklich gebraucht werden. Der Kampf gegen Unterversorgung, weil die Versorgung von Patienten auf dem Land nicht genügend gesichert ist. Wir merken immer mehr, dass wir einmal in der ambulanten Versorgung auf dem Land Probleme haben mit bestimmten Fachärzten, mit hausärztlicher Versorgung. Und wir merken, dass wir im Krankenhaus Probleme haben. Wir haben zunehmend ausländische Ärzte, weil immer weniger deutsche Muttersprachler dort tätig sind. Wir haben immer mehr ältere Patienten, die sich dann nicht verstanden fühlen. Also Überversorgung, Unterversorgung, Fehlversorgung machen die Sachverständigen seit 20 Jahren mittlerweile aus als Probleme des deutschen Gesundheitswesens. Und das haben wir ins Wahlprogramm geschrieben, dass wir das auch wirklich angehen wollen. Wie waren das die wesentlichen Punkte? Oder haben wir noch was Wichtiges vergessen? Transparenz, Pflegequalität und Fortbildungspflicht in der Pflege haben wir als wesentliche Punkte rausgenommen. Das, womit Patienten zumindest in der stationären Versorgung hauptsächlich zu tun haben, aber auch in der ambulanten Versorgung älterer Menschen, ist die Pflege. Da steht gar nicht mehr unbedingt die ärztliche Versorgung im Vordergrund der Konfrontation des einzelnen Patienten mit dem Gesundheitssystem, sondern die Pflege. Wir haben in Deutschland als fast letztes Land in Europa einen niedrigschwelligen Zugang zu den Pflegeberufen. Wir haben eine erschreckend hohe Zahl von angelernten Kräften, die nicht gut ausgebildet sind. Da steht mit drin, dass wir da was dran tun wollen, die Qualität der Pflege zu verbessern. Okay, vielen Dank. Was würde für das Modul Internet, Netzpolitik und Artverwandtes beschlossen? Wir haben mit der Initiative Gemeinsames Wahlprogramms die unterschiedlichen Anträge durchgeschaut und haben dann mit der AG Netzpolitik bestimmt, dass wir uns einigen auf einmal die Errichtung eines staatlich finanzierten Trust Centers mit dem Ziel, abhörersicheren Austausch von Dokumenten und Briefen herzustellen. Das zweite war die gesetzliche Garantie für den anonymen sowie autonomen und pseudonymen Zugang zu den Netzdienen, also auch Social Netzwerken, herzustellen. Und das dritte ist die Forderung nach Abschaffung des Hacker-Paragraphen, Paragraph 202c des StGBs, um die Möglichkeit des willkürlichen Strafverfolgung abzuschaffen. Kannst du kurz sagen, was in diesem Paragraphen steht, stichwortartig?
worum es da geht in diesem Paragraphen? Der ist sehr allgemein gehalten. Das Problem ist, dass bei Verstößen gegen das Strafgesetzbuch da ein großer Interpretationsspielraum ist und das lehnen wir komplett ab. Weil dadurch Leute, die vielleicht auch auf Sicherheitsleck hinweisen oder auf Bugs in Software durch das Eindringen in zum Beispiel Netzwerke hinweisen wollen und kriminalisiert werden. Das wird durch die Abschaffung dieses Paragraphen verhindert. Die Strafverfolgungsbehörden können dann hingehen und die Sachlage analysieren. Und derjenige, der das getan hat, wird nicht strafrechtlich belangt. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Webseite einbreche und dann den Betreiber der Webseite darauf hinweise, dann muss ich damit rechnen, nach geltendem Recht, dass ich dann bestraft werde. Ja, das ist richtig. Das ist im Moment noch so. Ja. Gut, und wir wollen dann, dass man, wenn man da eingebrochen hat und darauf hinweist, dass man dann, und man hat sonst nichts Schlimmes gemacht, dass man dann nicht bestraft wird. Genau. Zu dem Trust Center interessiert mich noch, ist es dann angedacht, also bis jetzt ist es ja so, wenn man, es geht ja wahrscheinlich um diese Zertifikate, die man sich da bestellen kann. Im Moment ist es ja noch so, dass die offiziellen Zertifikate in der Regel was kosten. Ja. Es gibt ja Bestrebungen, das kostenlos zu machen, aber dann sind die Root-Zertifikate in den Browser nicht eingetragen und dann hat man da Schwierigkeiten mit. Ja. Würde das dann was kosten oder nur eine Gebühr oder wie ist das? Nein, das soll staatlich finanziert sein und komplett kostenfrei sein und jedem Bürger die Möglichkeit geben, abhörsicher und ja auch verschlüsselt Dokumente und Daten miteinander auszutauschen. Das heißt, das, was wir im Moment zum Beispiel mit PGP haben, dass das halt staatlich bereitgestellt wird. Gibt es von den Betreibern der Firmen, also von den Firmen, die Root-Zertifikate anbieten, irgendeinen Gegenwind in der Hinsicht oder sind die Leute da allgemein auch auf dieser Linie? Und, weil im Moment verdienen die ja Geld damit. Das würde dann denen so ein Geld wegnehmen. Das Problem ist die Teilhabe. Man verhindert dadurch, dass das halt marktwirtschaftlich belegt ist, dass Menschen, die das Geld dazu nicht haben, an diesem Vorteil nicht teilhaben können. Und da wir eine Partei sind, die sich sehr stark für die Teilhabe aller einsetzt, macht das einfach nur Sinn, dass das staatlich gemacht wird. Aber konkrete Vorfälle, dass solche kostenlosen Angebote verhindert werden sollen, gibt es nicht im Moment. Da bin ich überfragt. Nee, ich glaube nicht. Na gut, vielen Dank. Was wurde im Modul Umwelt- und Verbraucherschutz beschlossen? Jetzt hier in der Markt haben wir beschlossen, in dem Bereich die strenge Überprüfung von den EEG-Subventionen und im Besonderen noch die Sache mit dem Lärmschutz, dass wir da ein Lärmlabel einführen wollen. Und ganz besonders wichtig im Bereich der Energiepolitik ist eigentlich, dass wir nochmal explizit reingeschrieben haben, dass wir Energiespeichervergesetz wollen. Damit haben wir jetzt insgesamt im Bereich Umwelt, Verbraucherschutz zusammen mit den Beschlüssen in Bochum sehr schönes Wahlprogramm. Naja gut, die Beschlüsse in Bochum weiß ich jetzt nicht mehr alle auswendig. Gut, dann können wir stolz sein, oder? Jo, denke ich schon, dass wir damit gut wahlkämpfen können. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.